Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zum allerersten Pokémon Ultra Sonne und Pokémon Ultra Mond Video. Wie schön es ist, sowas endlich sagen zu dürfen, Leute. Die Hype Season ist zurück. Wir kriegen neue Pokémon-Spiele auf der Hauptreihe und wie bereits erwartet sind es Alternativspiele zu Pokémon Sonne und Mond. Ich hätte eigentlich eher Sequels erwartet, also Fortsetzungen, aber anscheinend kriegen wir wieder Alternativeditionen, so ähnlich wie Smaragd, Platin oder Kristall. Ja, neben Ultrasonne und Ultramond wurden noch Pokémon Tekken oder Pokken DX angekündigt. Für mich persönlich irrelevant. Ich habe zwar Pokémon Tekken an sich oder Pokken, wie man es auch sagen mag, gespielt, aber nach 3-4 Tagen war das für mich total langweilig. Deswegen sehe ich da keinen Grund, mir das für die Switch zu holen. Des Weiteren wurden, wie ich gestern bereits spekulierte, Gold und Silber für die Virtual Console angekündigt. Darauf freue ich mich schon eher. Aber der Highlight des Tages war dann doch Pokémon Ultrasonne und Pokémon Ultramond. Und ich dachte mir, fürs heutige Video könnten wir ein bisschen über Pokémon Ultrasonne und Ultramond spekulieren. Und ich könnte so meine Gedanken dazu euch mal preisgeben, sage ich mal. Ihr könnt auch gerne eure eigenen Gedanken oder was ihr von Ganzem hält in die Kommentare schreiben. Da würde ich mich drüber freuen. Wir werden erstmal den Trailer genauer unter die Lupe nehmen, denn dort gab es schon einige diskussionswürdige Sachen, die man da rauspicken kann. Zuerst haben wir das typische Klischee, dass zwei kleine Kinder zusammen Pokémon spielen. Anschließend kann man in einem der 3DS-Systeme den Protagonisten sehen und was mir aufgefallen ist, dass der neue Kleidung hat und auch eine andere Frisur hat. Anschließend können wir noch ein paar Pokémon sehen, unter anderem Togedemaru und Wolverok und auch Mimikma. Was aber noch interessanter ist, sind die beiden legendären Pokémon Solgaleo und Lunala, die wir am Ende sehen. Diese scheinen irgendwie schwarze Features an sich zu haben, ähnlich wie bei Necrozma. Also man sieht da schon, dass dort anscheinend was anders bei denen ist. Sie scheinen auch irgendwie andere Farben zu haben und sehen total abgespaced aus. Es kann halt sein, dass die beiden sich irgendwie mit Necrozma verbunden haben. Ich habe ja schon immer gesagt, alle anderen auch. Manche meinten ja, nein, das stimmt nicht. Aber Necrozma ist ja das dritte Legi von diesen beiden Pokémon. Und ich denke mal, dass es dort eine Verbindung gibt irgendwie, dass sie sich da irgendwie auch verbunden haben. Und da die beiden Spiele Ultrasonne und Ultramond heißen, kann ich davon ausgehen, dass diese beiden tatsächlich was mit den Ultrabestien zu tun haben. Weil eigentlich haben Solgaleo und Lunala so gesehen im Spiel, also man weiß davon nichts mit denen zu tun. Man weiß halt nur, dass sie da herkommen irgendwie, aber an sich sind sie ja keine Ultrabestien. Aber ich denke mal, dass die vielleicht in der Vergangenheit so ähnlich aussahen oder dass das hier vielleicht ihre Originalform ist oder sich irgendwie mit Necrozma verbunden haben, ähnlich mit Reshiram und mit Seekrom in Schwarz und Weiß 2. Ich weiß es nicht, Leute. Ich kann mir da alles Mögliche vorstellen. Ich kann mir auch vorstellen, dass eventuell die Z-Kristalle eine besondere Rolle spielen, da man am Ende noch sehen kann, wie der Trainer oder der Protagonist seinen Z-Kristall aktiviert. Und man sieht auch schon, dass diese beiden Pokémon irgendwie farbige Muster an sich haben. Und das könnte auch sein, dass die vielleicht durch die Z-Kristalle irgendwie beeinflusst werden. Ich weiß es nicht, Leute. Ihr könnt auf jeden Fall eure Gedanken in die Kommentare schreiben. Denn ich denke mal, da hat jeder wirklich eine eigene Theorie oder eine eigene Denkweise zu. Und ich bin da gespannt zu lesen, was ihr da sozusagen habt. Was ebenfalls gesagt wurde, ist, dass dieses Spiel eine alternative Story haben soll. Das heißt, dass das komplett anders sein wird, als was in Sonne und Mond passiert ist. Und was noch interessanter ist, dass die sagten, dass Pokémon, die vorher noch nicht gesehen wurden, zumindest in den alten Spielen, hier auftauchen sollen. Damit weiß man nicht, ob sie jetzt ganz neue Pokémon meinen, weil es gab ja mal lange das Gerücht, dass in den Folgespielen ganz neue Pokémon auftauchen sollen oder eventuell Pokémon meinen, die es in Sonne und Mond nicht gab, aber die es in Nationaldecks gibt. Das kann auch sein, ich weiß es nicht, ich würde mich über das Erstere freuen, aber da wurde auf jeden Fall ein bisschen geheim gehalten, also man weiß nicht genau, was die jetzt damit meinen. Was ich auch gerade eben erst gesehen habe, während ich das Video hier mache, eigentlich wurden diese Spiele erst für den 3DS angekündigt, also es gab da auch einen riesen Shitstorm zu gerade eben, aber gerade eben wurde auch angekündigt, dass diese Spiele auch für die Switch kommen sollen. Also für den 3DS kommen die ja am 17. November 2017, aber an welchem Datum sie für die Switch kommen werden, ist noch nicht bekannt. Ich denke mal, das werden sie auch in den folgenden Wochen oder Tagen, denke ich mal, vielleicht noch ankündigen. Ich weiß nicht, Leute, falls da was Neues zu gibt, werde ich auf jeden Fall euch auf dem Laufenden halten. Kleiner Nachtrag noch zu der Sache hier. Gerade eben wurde erst angekündigt oder halt enthüllt von der Pokémon Company selber, dass es nur eine Art Fehler war. Weil das war nur eben ein Leak gewesen, quasi ein Fehler auf der
der Presseserverseite. Und sie haben wieder gesagt, dass es halt doch nicht für die Switch kommen, sondern nur für den 3DS. Viele Fans spekulieren aber gerade, dass es eventuell nur ein Fehler war, dass es da stand auf der Seite mit der Switch. Weil bald ist schon die E3 und an der E3 wollte Nintendo alle möglichen Switch-Titel für dieses Jahr ankündigen. Da kann man sich halt vorstellen, dass sie sich das halt auch aufsparen wollten. Und das Ganze halt quasi aus Versehen irgendwie rauskam und die jetzt hier versuchen, das Ganze doch noch zu vertuschen, damit da halt eine Art Überraschung ist an der E3, dass es halt doch für die Switch kommt. Ich denke mal, dass sie sich das nicht entgehen lassen werden, das noch auf die Switch zu bringen, weil andere Spiele wie zum Beispiel Monster Hunter kommt ja auch für den 3DS und für die Switch. Deswegen kann es auch sein, dass es bei Pokémon genauso sein wird. Aber Näheres werden wir erst an der E3 erfahren, Leute. Ich freue mich auf jeden Fall über die neue Hype-Season und kann kaum erwarten, mehr Videos über diese Spiele zu machen. Ich bedanke mich vielmals fürs Zuhören, Leute. Falls euch gefallen hat, falls euch die neuen Spiele gefallen werden oder ihr euch freut, würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen. Macht's gut, auf Wiedersehen und ciao!